einzigen wahrscheinlich wie wir Vorfreude auf das schöne Wetter. Man war schon draußen an den sonnigen Tagen, die wir hatten, und freut sich auf den Frühling. Und dann haben sie auch bemerkt, da sind sehr, sehr viele Insekten unterwegs in jedem Garten. Und viele davon sind sehr, sehr nützlich für das ökologische Gleichgewicht. Und diesen nützlichen Insekten sollten sie ein Zuhause schaffen, dass sie auch bei ihnen bleiben und für beste Möglichkeiten in ihrem Garten sorgen. Und das geht mit sogenannten Insektenhotels. Und drei dieser Insektenhotels hat uns hier Ingo heute mitgebracht. Und Ingo, das ist eigentlich eine geniale Sache, oder? Es ist eine geniale Sache. Erstmal, wenn man denkt, Insektenhotel, oh, ich weiß nicht, will ich da so viele Insekten bei mir haben? Glauben Sie, die wollen sie haben, weil da kommen so tolle, tolle Sachen bei raus. Wir haben, Moni, wir haben uns vorhin unterhalten, das ist so ein Insektenhotel, da können die natürlich ideal drin leben. Natürlich komplett aus Naturmaterial. Ich erkläre Ihnen das auch gleich noch genau. Aber deine Eltern haben einen riesengroßen Garten, ne? Oh ja, das stimmt. Und da waren vorher auch schon immer ganz viele Insekten. Hm. Aber dann haben die sich letztes Jahr auch ein Insektenhaus zugelegt. Und ab jetzt, im Sommer, denke ich mal, wird da echt viel los sein. Ja, das ist eine ganz interessante Sache. Wenn man sich so ein Insektenhotel holt, dann gehen diese Insekten natürlich auch an die Blumen und bestäuben die. Und wir haben das auch gemerkt bei uns. Wir haben vorletzten Herbst haben wir bei uns auch so ein Insektenhotel aufgehängt. Ich dachte, muss das unbedingt sein. Aber die Blumen in unserem Garten, wir haben viel mehr Blüten und Blumen und alles wächst und gedeiht viel, viel mehr, weil diese Insekten natürlich auch alle eine Funktion haben. Und es gibt sehr viele schöne Insekten, die das eben hier, das sind mit der Material auch drauf geachtet worden hier, das sind alles Naturmaterialien. Sehen Sie mal, hier sind so Tannenzapfen drin, so Holzspäne, das sind so Bambusrohre und oben ganz normales Holz nochmal. Das ist ideal für Marienkäfer, für Schmetterlinge, für Wildbienen, für Hummeln. Und schauen Sie mal, hier ist noch so ein kleines Metall davor. Das heißt, sie sind dann auch vor Vögeln noch geschützt. Die haben also einen ganz sicheren Unterschlupf hier. Dieses erste Insektenhotel, was wir Ihnen hier vorstellen wollen, ist ein Bausatz. Das können Sie sich selber zusammenbauen, vielleicht mit Ihren Kindern zusammen. Das ist ein ganz tolles Erlebnis, wenn man denen dann eben sagt, guck mal, wir bauen ein Hotel für unsere Freunde im Garten, für unsere Insekten. Und wie gesagt, also Marienkäfer und Schmetterling, da kann ja wirklich so schön, die dann eben auch zu sehen im Sommer. Und hier kann man dann eben auch gucken, wie die wohnen und wie die da nisten. Also wenn wir Besuch haben von den Kindern von meinem Bruder, die sind so 8, 9 Jahre alt, die stehen da immer mit großen Augen davor und bestaunen die Natur, die hier drin ist. Das ist, wie gesagt, eins zum selber zusammenbauen, kriegen alles, was sie brauchen, ist in diesem Bausatz mit drin. Und damit können sie sich ihr eigenes Insektenhotel bauen, kreativ werden. Und das ist einfach toll, wenn man irgendwas gebaut hat und die Leute ziehen ein. Ja, man hat auch einen ganz anderen Bezug dazu. Und die Kinder werden es lieben. Die werden dann jedes Mal, Kinder oder Enkel kommen und schauen, sind schon Insekten eingezogen. Und das werden sie, wenn sie einen Garten haben. Dieser Bausatz, da hat man auch ein persönliches Gefühl dafür, kostet gerade mal 11,39 Euro. Ingo hat es gesagt, reine Naturmaterialien mit Ausnahmen natürlich des Vogelschutzes, des Drahtes, klar. Aber ansonsten ist es Holz und andere Naturmaterialien. Die Bestellnummer hier ist die NX7319 und die 569. Und so sieht es zusammengebaut aus. Sie bekommen es in Einzelteilen. Und da bin ich mir auch sicher, Sie werden viel Spaß haben beim Zusammenbauen. Am besten nicht alleine machen, gemeinsam mit den Kindern oder gemeinsam mit den Enkeln. Wer es aber ein bisschen größer hat, also wahrscheinlich auch einen größeren Garten hat, Monika hat sich gleich mal ein Insektenhotel geschaffen. Das wäre deins, oder? Am besten. Ja, finde ich super schön. Also ein super Insektenhotel hier auch wieder. Das kommt so zusammengebaut zu Ihnen. Der Pfahl unten, der wird rangeschraubt, also ist ein Gewinde dran. Bei uns nur zusammenschrauben und in den Garten reinstecken irgendwo. Am besten so, die mögen natürlich auch die Wärme und die Sonne. Also am besten nach Süden ausrichten, dass die eben da auch drin sind. Die sind dann windgeschützt und eben wettergeschützt und haben dann hier Zuflucht eben, wo sich sie dann richtig wohlfühlen. Und wie gesagt, es ist so toll, das zu sehen, wie sich ihr Garten entwickelt einerseits und andererseits natürlich auch, wie die ersten Gäste einziehen. Sie sind ja dann praktisch Hotelier, kann man ja fast schon sagen. Und für diese Insekten ist es natürlich toll. Also es ist wirklich beeindruckend, wie Kinderaugen davor stehen und das ganze Kreuchen und Fleuchen da in diesen kleinen Apartments, kann man ja schon fast sagen, Luxus-Apartments bestaunen. Aber wie gesagt, es ist so toll auch, was es für den Garten macht, dass sie plötzlich mehr Blumen, mehr Blüten, alles grün mehr,
weil da halt natürlich der Blütenstaub hin und her getragen wird. Und solche Insektenhotels liegen voll im Trend, haben Sie vielleicht mit Sicherheit auch schon in irgendwelchen Gartenshows oder Sendungen gesehen. Ja, und hier können Sie es haben für gerade mal 31,34 €. Und ich muss wirklich sagen, das macht natürlich so schon einen tollen Eindruck, schon unbewohnt, um jetzt Ingo mal zu zitieren. Ja. Also schon bevor das erste Insekt hier einzieht, ist es ein Blickfang in Ihrem Garten. Und auch hier, Ingo, haben wir Naturmaterialien, oder? Ja, wir haben Naturmaterialien. Sie sehen auch hier oben sind also Bambusröhrchen drin. Es ist normales Holz drin. Es sind auch hier Tannenzapfen drin. All das, wo die Insekten eben in der Natur auch übernachten und leben. Und das haben sie dann eben im Garten. Und dadurch werden die angezogen. Und sie kriegen da eben Schutz vor Wind und Wetter und auch vor Vögeln. Sie kriegen da wirklich, das ist ein echter Zugewinn für ihren Garten, so ein Insektenhotel. Und es sind so schöne Insekten dabei. Wie gesagt, wir haben plötzlich Schmetterlinge im Garten gehabt. Das habe ich vorher noch nie gesehen. Ja, es gibt ja viele nützliche Insekten und die sollten Sie unterstützen. Und das tun Sie mit einem Insektenhotel. Und Sie sorgen dann natürlich auch wieder für das ökologische Gleichgewicht in Ihrem Garten. Und ich glaube, das ist uns allen auch sehr, sehr wichtig. Sieht toll aus, ist was Neues in Ihrem Garten. Die Nachbarn werden wahrscheinlich erst mal verwundert gucken und dann interessiert fragen, was machen Sie denn da? 31,34 €, das ist Ihr TV-Sonderpreis für dieses wirklich eindrucksvolle Insektenhotel. Und die Bestellnummer ist die NX6214 und die 569. Und wir haben hier wirklich eine stattliche Höhe. Sie können das, glaube ich, ein bisschen abschätzen. 1,60 m, das ist enorm. Also sieht mit Sicherheit gut aus. Und jetzt haben wir noch ein drittes. Und da haben wir vorhin scherzhaft, aber ich glaube, das ist auch der offizielle Name, Grand Hotel dazu gesagt. Ja? Hier haben wir es. Das ist unser First Class 5-Sterne Grand Insektenhotel. Wow. Das sieht so toll aus. Schauen Sie mal hier mit den Säulen davor noch. Auch komplett aus Naturmaterialien. Sie sehen, was hier alles für verschiedene Holzarten und Tannenzapfen drin sind. Natürlich auch geschützt wieder vor Vögeln. Nochmal was zur Anbauungsweise hier. Die können Sie natürlich überall aufhängen. Die haben überall, kann man hinten überall einfach irgendwo an Zaun machen oder so. Sie sollten das dicht bei Beeten machen. Dadurch sorgen sie natürlich auch für chemiefreie Schädlingsbekämpfung, weil die ernähren sich ja auch zum Beispiel von Blattläusen. Das ist also, bringt so viel für einen Garten, Insektenhotel zu haben. Das ist unser Spitzenhotel, sage ich mal. Schau, das sieht doch fast aus wie das Weiße Haus in Washington. Ne? Hier in der Mitte das runde Dach und hier richtig schön mit diesen Säulen. Es ist unser Grand Hotel. Also wirklich was ganz, ganz, ganz Besonderes. Und wie gesagt, es ist kostenlose biologische Schädlingsbekämpfung. Sie werden sehen, dass Ihr Garten mehr blüht und sprießt, dass eben natürliche Bestäubung stattfindet hier. Und es ist einfach ein Erlebnis zu sehen, was dann hier los ist. Hier in der Lobby wird man schon begrüßt und dann kann man sich ein Zimmer aussuchen, zieht da ein und kann sich einfach wohlfühlen und sicher vor Vögeln und Witterung und Wetter. Hier ist alles drin in diesem Insektenhotel. Und das sieht eben auch nochmal sehr repräsentativ aus, finde ich hier. Wie gesagt, also Sie sind Ihr eigener Hotelier und das ist das Grand Hotel. Ja, und ich bin mir sicher, Ihr Garten wird es Ihnen danken. Erstens mal haben Sie mal eine Veränderung im Garten, das sieht anders aus. Das ist auch für uns Erwachsenen unglaublich interessant, wie sich das dann langsam füllt oder bevölkert, was da für Leben stattfindet. Ja. Und langfristig ist es eigentlich die ökologischste Art, Ihren Garten gesund zu halten. Das ist meine persönliche Meinung. Ich habe auch einen großen Garten und wir machen da viel dafür, dass es möglichst angenehm ist für Mensch und Tier. Und wenn Sie genauso denken, dann ist eines unserer drei Insektenhotels genau das Richtige für Sie und sollte demnächst bei Ihnen im Garten einen Ehrenplatz bekommen. Hier für unser Grand Hotel haben wir einen TV-Sonderpreis von 34,19 € und die Bestellnummer ist die ZX8000 und die 569. Jetzt müssen Sie entscheiden, ist es das Hochhaus als Insektenhotel, ist es das Grand Hotel oder möchten Sie auch selber ein bisschen basteln mit unserem Bausatz, ebenfalls ein Insektenhotel, egal wie Sie sich entscheiden. Sie entscheiden sich für Ihren Garten, wenn Sie ein Insektenhotel aufstellen. Und jetzt liegt es bei Ihnen. Monika, welches würdest du jetzt nehmen? Welches gefällt dir am besten? Ich glaube, das Grand Hotel. Klar, natürlich das Grand Hotel. Ich finde das hier sehr sympathisch. Aber entscheiden Sie selber und dann viel Spaß damit.